Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur kollektiven Tagesenergie. Was liegt an heute am Samstag, beziehungsweise welche Botschaft fällt heute raus, die natürlich auch zukünftig passieren kann? Das Schiff, ja, wie soll es anders sein, hier bewegt sich langsam und gemächlich etwas auf jemanden zu. Das Ganze könnte jetzt im Frühling vonstatten gehen mit dem Park und der Öffentlichkeit, oder es möchte im Frühling etwas ans Licht kommen. Der Hund, Treue, Loyalität und die Herzen sind gerade rausgefallen, die Liebe. Und das Ganze könnte mit dem Kelch König zu tun haben. Ja, der hat das Schiff im Hintergrund, das Segelschiff, das sich langsam auf ihn zubewegt. Das bekommt er aber noch gar nicht mit. Das heißt, du bist quasi das Schiff und bewegst dich jetzt auf ihn zu. Das Ganze soll natürlich auch ausgeglichen sein mit der Justice, der Waage und mit den Neun der Stäben. Ja, sehe ich dich hier so ein bisschen Mut sammeln. Aber mit dem Narr geht es hier in unbekannte Gewässer. Passt natürlich super mit dem Wasserzeichen, muss aber nicht, ja. Bitte bedenkt, wir haben alle irgendwie Anteile in uns. Auf jeden Fall fällt hier gerade noch der Hierophant. Meine Sinnsuche möchte sich beenden. Den Sinn in allererster Linie solltest du immer in dir selbst haben und nicht in einer anderen Person sehen. Denn nur wenn du selber alleine glücklich sein kannst, dann kannst du auch mit einer anderen Person zusammen glücklich sein. Und vielleicht ist das auch noch etwas, was den Prozess so ein bisschen verlangsamt. Sechs der Münzen, das teilende Prinzip, das, was du investierst, bekommst du auch zurück. Der Herrscher, ja, steht für Zivilisation, natürlich auch für rationales Denken. Andersrum, der Kelchkönig, der kann natürlich auch bedingt, dadurch, dass er mit seinen Gefühlen sehr im Einklang ist, ist auch ab und zu sehr rational denken. Vier der Münzen, du hier noch im Besitz festhalten, nicht investieren wollen, aber mit den sechs der Stäben schaffst du es raus aus dieser Angelegenheit, und mit der Welt geht es hier im Finale in die Wunscherfüllung, in die Komplementierung. Ja, das Zusammensetzen von zwei Hälften ergeben natürlich immer ein Ganzes. Ja, und dafür steht natürlich auch die Welt in dem Sinne. Also spannender Frühling für die ein oder andere Person hier. Wie gesagt, Liebe entwickelt sich auch immer erst. Ganz wichtig, überspringt keine wichtigen Schritte auf dem Weg dorthin, sondern lasst es langsam angehen, wie das Segelschiff. Schönen Samstag, ihr Lieben.